Peace and Justice gesagt. DSD auf der Tour am dran sein heute. Mit ein paar Gästen. Denn Prost. So, meine Freunde, ich sag mal Peace and Justice. Ja, wir machen die besondere Tour hier durch den Waltrupper Park. Ach, da ist ja schon die Bühne. So, ihr könnt euch denken, was jetzt passiert. Gorminister und DSD tanzen heute. Nein, doch. Wir haben extra geprobt. Auweia. Das ist doch Humbug. Humbug. So, ihr seht gleich, was passiert. Ne? Ich hab nicht hier so gut geübt. Willkommen auf der Tour und so. Guten Abend und willkommen im Club. So, jetzt sind wir auch official hier. Baby. Ach, jetzt habe ich meinen Nachnamen gesagt. Verdammt! Liebe Zuschauer, kaum einer kennt seinen Nachnamen, jeder aber seinen Vornamen. Weißt du, toll wieder. Ich hab Saufverbot bis zum Auftritt. Geht gar nicht. Und er ist jetzt schon voll dabei wieder, weißt du? Muss doch sorgen, bis das Bier alle ist. Der Trinkminister, nicht der Gorminister. Ja. Super. Leck mich fett, Alter. Ja. Gucken, wie es heute Abend aussieht. Lass es dir nicht munden. Viel Spaß. Ach ja, und anschließend natürlich Prost. So, dann werden wir mal Prost tantieren. Der Chef ist nämlich noch nicht da. Dann kann ich ja jetzt mal heimlich, ne? Fürs Imperium. Na denn, Prost. Nee, du trinkst ja. Achso, ich wollte mit dir anstoßen, du Eierkuppe. Hier. Pinta Tatiralala, ne? Und Silo Nation, jetzt auf dem Platz. Aber ich mach auch nochmal. Da war ich schon gezählt. Kronen schmeckt's. Hier gibt's aber auch alkoholfrei und ich habe auch noch alkoholfreies im Rucksack. So ist ja nicht, ne? Schnaps trinke ich heute später. Nein. Nicht alles passt für jeden. Guck mal, wie edel der Helm aussieht. Bühnenoutfit. Ich habe den mit Schaumgummi und Krepp. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein paar Hinweise zum weiteren Programm. Hier, übrigens, Echo wie in the place to be. Weiter einer? Was? Wir müssen auf die Bühne. Ach so, wir müssen schon. Dos, ich weiß nicht, wer, Show, wen, was. Ich habe keine Ahnung. Ja, ach so, und DOZE auch da. Trinkt der grünes Bier? Was trinkt der da? Wir müssen auf die Bühne. Was ist das denn? Alkoholfrei. Ja, habe ich gesehen. Ich habe alkoholfrei sogar noch mit extra. Warstein. Aber ich trinke mal eben so eins hier. Nur für den Geschmack trinke ich das ja, ne? Aha. So, extra 3 Tage nur durchgesoffen, damit ich heute nicht saufe. Aha. So, wir rippen schon mal, ne? Scheiße. Was? Außerdem brauchen Sie natürlich ein paar technische Effekte. Geil. Ja, das sieht doch witzig aus. Da ist Steh-WC. Geil. Der Dose ist ganz schön klein geworden, guck mal. Geil, Alter. Ja, wir machen nur ein bisschen Soundcheck. Ich lasse das einfach mal hier stehen. One, two. Ja. Musikalisch beschwingt. So, warten wir mal auf die Stimme, ne? Was hier los? Alles geil, Alter. So, kleinen Soundcheck gemacht. Jetzt ist mein Bier bestimmt verschalt. Nee. Aber das macht ja nichts. So kann man sich auch trinken abgewöhnen. Außerdem sind es eh nur noch 3 Tage und dann ist wieder Alkpause. Richtig. Oh, schnell noch. Für einen Monat? Ich habe mal gedacht, 10 Jahre Alkpause machen. Mit einer Menge Fantasie. Weil ich hatte mir Krombacher jetzt noch mitgebracht. Halt. Ja, das wird mir mal schwindelig. Bruch. Soundcheck war okay, ne? Soundcheck war gut. Funktioniert alles, ne? Soundcheck war gut. Ja. Der DJ aber auch, ne? Das kennen wir hier eigentlich anders vom Waldrupper Parkfest. Ja, geil. Eigentlich on the rock, Entertainment ist hier immer
bestens equipped. High-end, um was man so zu sagen. Und wir auch, weil wir sind nämlich Professionals. Erst aber Kontrastprogramm. Hier, Gormin ist da schon wieder, weißt du, geht schon wieder los. Ich sag doch, die Zuschauer sind auch jünger. Wir dürfen deswegen alkoholfrei, weißt du, wir dürfen nicht mehr so viel saufen in unseren Videos, weil die jungen Leute das gucken. Sehr schlimm. Bitte sorgen Sie mit dafür, dass Ihre Kinder und deren Freunde keinen Zugriff zu diesem Film erhalten. Ich bin extra zum Parkplatz gekommen, weil Dose ist super. Ich erzähle euch da nachher eine Geschichte dazu. So. Jetzt wisst ihr, der Gormin ist absolut nicht real. So. Der faked seine ganzen Videos, Alter. So. Jetzt habe ich die Wahrheit erkannt. Das ist hier, ne? Unvorstellbar? Nun. Ich lese gerade Bierkiste for free. Weißt du, was hier drauf steht? Guck doch mal richtig. Das kommt vom alkoholfreien Bier. Ich sollte das lassen. Darum ist es kein Zufall. Mensch, hab ich einen Hunger. Alter, Digga, da kannst du ja mal richtig reinbeißen. Ne? Oh, ist das geil. Also wenn wir heute Abend nach dem Auftritt, dann, ne? Ja, komm mal, ist ja noch ein bisschen kriegt, ne? Geil. Wenn der kleine Hunger überkommt. Dann hab ein Essen. Du könntest natürlich auch einen kleinen Fisch essen, ne? Ja, Männer, jetzt müssen wir noch ein bisschen Geschmack. Oh, was? Wir kriegen. Geht's? Guck mal, der Minister wieder, weißt du, hat er hier wieder schön. Nein, nein, für dich hab ich auch noch. Für dich hab ich auch noch. Hier. Oh, geil, danke. Nimm doch mal, wie nett die so geil. Da kriegen wir sogar was zum Probieren. Vorsicht, mach Lust auf mehr. Oh ja, süchtig. Ich trinke heute kein Bier mehr, ich esse nur noch. Das wird wieder was. Hier, zieht's euch rein. Geil, ey. Geil. Ich glaube, wir machen unsere Runde fertig. Ja. Hier werden wir nochmal per Top. Auf jeden Fall. Wir haben ja noch ein bisschen. Oh ja, sehr geil. Aber ohne Scheiß, ihr könnt sich eigentlich voll durchprobieren. Mal, guck mal hier werden die Dinger. Alter, geil. Mal so lieber. Ja, das wären dann wieder zwei Videos, ne? Einmal über das Parkfest und einmal über den Auftritt. Aber egal, wir sammeln wieder Material. Dafür wurde ein zum großen Teil unbekanntes Material verwendet. Also jetzt gerade hier, ne? Butterweich, so zart. So ein zartes Schweinchen, Alter. Ah, herrlich. Also das ist hier normal, hier kannst du alle paar Meter essen. Nonstop kannst du hier fressen. Geil. Fleisch! Ich würde mich hier die ganze Zeit... Schafskäse, hier gibt's alles. Ach, hier ist die Bühne, nee, die machen hier richtig Power. Irgendwo muss doch die Bühne sein. Hier ist so ein Weinmann gewesen, kann man da nicht so eine Weinverkostung? Ja, das meinte ich ja vorhin da vorne, aber dann schaffe ich 21 Uhr nicht mehr in der Bühne. Das könnte auch für Sie ein Erlebnis sein. Hier, Pommes, seit 1979. Ah, da ist der Pommes Franz, auch geil. Haben die auch Currywurst? Ja, Currywurst. Ja, probiere ich jetzt eine Currywurst beim Pommes Franz. Oh, für 3,50, das geht. Ja, easy, ne? Ja. Ich trau mich noch nicht. Wir müssen drüben gleich auch noch was essen. Was nun? Alter, voll die Kirmes hier auch. Da ist irgendwo eine Bühne. Wir gucken mal, wo die Bühne ist. Boah, die ist aber ein bisschen größer als unsere, du. Guck mal, die ist groß. Ja, krass hier. Also hier geht's. Hier ist natürlich noch mal eine andere, noch eine Nummer höher, Alter. Auch geil. Ich könnte mich hier komplett durchfressen, Alter. Das gibt's doch gar nicht, aber da kann ich mich gleich nicht mehr bewegen. Alter, ein Tupperstand, vielleicht haben die noch aus den 70er die Star Wars Becher von Tatooine. Das wäre ja geil. Guck mal, wie geil. Geil. Aber das ist alles zu modern. Ich will 70er Jahre Tupperzeug. Ich will diesen scheiß Reiskocher haben. Packst du eine Mikrowelle mit ein bisschen Wasser drauf, ey, funktioniert. Ich möchte diese Becher haben, die Luke Skywalker mit blauer Milch gefüllt hat auf Tatooine, Mann. Das wäre super. Hey, it's Luke Skywalker. Das hört nie auf. Ich kann euch von dem Auftritt gar nicht zeigen, sondern ich zeige euch lieber Waldrupper Parkfest komplett. Schön auf dem Parkfest auf der Turm dran sein. Wir müssen sie doch informieren. Auch ein? Oh ja, ich. Und hier wieder, die Brezeln wie früher, aber die haben richtig Power. Oh, klasse. Hey, die sind richtig. Klasse auch. Okay. Ne? Vielen Dank. Geil. Genau. Das ist okay. Ja, siehst du? Habe jetzt ein Jahr in Dortmund nichts gekriegt, jetzt habe ich wenig. Ich sag euch, der Ruhrpott ist unendlich, ne?
Geil, noch eine Bühne hier für die jüngeren Leute. Ach so, der kleine Hip-Hop, den Kiddies, Alter. Wie geil ist das denn, Alter? Das ist ja auch nice eigentlich, ne? Cool. Ja, weißt du, vorm Auftritt hier wieder, weißt du? Will er noch Wein trinken, das artet aus. Suff. Jetzt fängt er hier an, weißt du? Lass es sich doch probieren. Du bist ja auch direkt, was ich mag, ne? Weil ich mag ja, ich bin ja so ein weißer Typ. Also so hier Weißwein. Ja, klamottenmäßig nicht so, ne? Nee, klamottenmäßig nicht. So, Minister hat jetzt gefilmt, ich probiere mal einen roten. Oh. Und das ist das leckerste Wein. Fotografier das jetzt mal für die Nachwelt. Dass ja, mach mal. Dass wir Wein verköstigen, ne? Und gleich drüben auf der Bühne da Randale machen. Angenehmer. Der ist echt geil. Mir ist ja mal was passiert früher beim Dortmunder Herbst, so in den 90er. Ja. Da haben wir Weinprobe gemacht und dann habe ich irgendwie, ich glaube, 3 Kisten A6 Flaschen gekauft. Sehr, sehr lecker. Der war weit in den Hals hinein. Und dann gleich noch einen zweiten. Wie wär's denn, Madame? Jetzt müssen wir auch. So, jetzt weiter geht's. Ne? Nach dem leckeren Schwein und dem leckeren Wein gucken wir mal, was jetzt noch so passiert. Hat er sich schön durchprobiert. Vielen lieben Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Vielen lieben Dank. So, jetzt kommen wir auf die Bühne. Jetzt ist super. Oh, guck mal da, deutsche Kettensägen-Massaker. So, was habe ich am Bodensee auch mal gesehen, in diesem Kräutergarten. Erinnert ihr euch noch? Wenn nicht, müsst ihr mal gucken. Irgendwie von vor 4 Jahren auf der Bodensee-Tour. Guck mal hier. Ne, so schön so Kettensägen, Holzkunst und so. Guckt euch die Dinger mal an hier. Zeige ich euch gleich, das ist gerade ein kleines Ding. Da auch noch geil, ey. Wieder, Mann, ich zeig euch das mal. Hier ist alles voll mit Skulpturen. Steht bei dir eigentlich Ficker auf dem T-Shirt? Hier ist alles voller Kinder. Das geht doch nicht. Ich will damit fahren. Alter, geil. Geil. Alter. Das ist geil. Da darf man leider nicht mitfahren. Oh. Weißt du, ich komme mir vor, als sei ich in Frankreich, hier schön am Eiffelturm. Ich bin schon wieder voll auf Touri-Tour, ey. Gibt's gar nicht. Begleiten Sie unseren Reiseführer. Und hier ist der DSD. Hip-Hop-Way, ne? So sieht's aus. Ja. Mensch, hab ich einen Hunger. So, jetzt erstmal entspannt essen, ne? Ich hab gar keine Currywurst gesehen, aber ich esse erstmal, ne? Man muss sich ja stärken und kann ihn kratzen. Da wollen wir nochmal sehen. Representing ist natürlich geil. Erstmal gucken, ob mein Getränk da noch nicht verschalt ist. Boah, der ganze Schaum weg, ey. Das hier, das nicht, deins, ne? Das ist meins. Ne? Ich hab das gerade stehen lassen vorhin hier. Ja, ja. Hat keiner reingefickt. Okay. Hm. Meine Jungs haben. Und das Thema dieses Monats, das heißt Pipi-Geschichten. Ja, guck mal hier. Was für ein geiles Klo. Hier könnt ihr zwar von oben reingucken, wenn ein abseilst, aber ja, easy, locker, wa? Ja gut, ich mach das mal eben, ne? Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. So, das DSD hat sich doch mal umgezogen. Ich dachte, kann man ja mal Black is Black machen. Zwei verschiedene Schnürsenkel, das ist auch wichtig, genau. Oder? Liebe Zuschauer, Musik ist nicht nur das halbe Leben, sondern auch ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Programms. Wie dieses Musikprogramm aussieht, da möchten wir Ihnen jetzt schon mal einen kleinen Vorgeschmack bieten. Silo! So, ich mach das schon mal an, ne? Ist ganz schön dunkel hier. Und, ja, da passt eigentlich das zu, was ich Ihnen jetzt anzubieten habe. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich sehe schon wieder nichts. Aber erstmal Bier trinken, ne? Erstmal hier ein Bierchen trinken. Jetzt haben wir wieder Pause. Kann ja mal filmen, ne? Diesen Rapper zu verstehen, Mann. Wir verdammt hart, die OZE bleibt clever, nutze weiter alle Chancen. Ja, 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 ja.
Ich habe da keine Scratches auf, ne? Guck mal, weißt du, jetzt kommt Rico, ich höre gar nicht. Los! Diese Kamera macht mich wahnsinnig, die geht immer aus, aber ich hab ja noch eine. Guck lieber nochmal nach, ob die Kamera auch läuft. Ja, wer ist der Trick, Alter? Springen! Springen! Da kommt ja noch was, ne? Ich hab kein Bier mehr gleich, scheiße, das wirkt auch gar nicht. Gib alles! So, jetzt geht's ab. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Bier alle ist das Schlimmste. Ist, wenn das Bier alle ist. Wenn das Bier alle ist das Schlimmste. Alle zu albern! Ist, wenn das Bier alle ist. Bier alle ist das Schlimmste. Ja, danke! Toll! Ja, da schaue ich mir genau auf den Mann. Wirklich, mein Bild, der Zombie-Rasenmäher, ja, Mann, oh Mann! Ich könnte diese kleine Stücke schneiden. Langsam, denn du sollst dabei auch richtig sein. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Aber das dauert voll lange noch, bis wir fertig sind, ne? Ach, hier ist Stormy. Aufregend wie Krieg der Sterne. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie sich zu uns gesellen würden. Zustand, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder mal eine schwarze Nacht. Vom Nacht haben wir Mittag aufgewacht, denn die Nacht war hart, haben wir Freunde aufgewacht, haben ihnen gesagt, gelegt, haben wir ziemlich aufgeregt und aufgebracht in der Nacht. Auf jeden Fall die nächste Wahl, wann gibt's ein nächstes Mal? Es gibt ja kein Leben, neben Brand, ein Wahllokal. Bezahl die Kunst und deine Unschuld. Es gibt das Mühe und mit etwas Geduld bist du so stark wie ein Hund. Lach, Feuer einfach. Wie am Ende zum Tage macht, dann bist du Jesse, wird dann die Nachricht live gebracht und es kracht. Dankeschön, Waldrop! Ruhrpott! Friede mit euch! Ja. Ich baue mal ab, ne? Also ich könnte die stundenlang hören. Ja, das Imperium freut sich, glaube ich. Geil, Alter. Alles klar.
Also, wie war denn jetzt das Vergnügen vorhin? Schön. Ja? Ja, einmal war da eine Stimme so richtig belegt und ich so, ich auch, hat eine neue tiefe Stimme. Das war ganz kurz halt, oder? Da wurde es so warm halt. Also. Weil der Sound nicht tief war so. Ne? Ja, da kann man auch mal den Stimme, kann man mal tief machen. Ja, kann man ein bisschen spielen. Ne? Ja. Und, das war geil. Ich habe ja vorher mit jemandem zusammengearbeitet, der wollte immer nur laut, Monitor laut und den Video behalten. Und dann kommt die Stimme halt nicht mehr drüber. Dann winkt er nicht. Genau. Heute hatten wir schönes Sidefield-Sound irgendwie so, der war laut genug, die Beats kamen von der Seite im Endeffekt so und ja, dann muss ich die Stimme halt unten auf dem Monitor schön laut machen und dann ist gut. Ja, das ist schön. Wir machen ja noch ein paar Routinen, ne? Auch mit diesem Herrn. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,